dich schon wieder selbst übertroffen. Ich glaube nicht, dass der öffentliche Nahverkehr in der Umgebung der Stadt je so stabil war. Ich habe noch mal mit Herrn Baumann gesprochen. Und wir glauben, dass es an der Zeit ist, den Hauptbahnhof wieder ins Streckennetz zu integrieren. Ja, wir bei der Handelskammer sind absolut überzeugt, dass wir mit eurer Expertise die Situation der Pendler aus den Randbezirken maßgeblich verbessern können. Wir haben einen Bonus für euch ausgehandelt. Außerdem sind die Gesellschafter bereit, die Rechte für den Hafenbezirk wieder zu überschreiben, wenn ihr ihnen zeigt, dass ihr den Hauptbahnhof in euer Streckennetz einbinden und mit der anschließenden Nachfrage fertig werden könnt. So, endlich, weiter geht's jetzt auf jeden Fall mit dem Bus-Simulator und wir wollen heute die letzte Mission machen mit dem, sollen 7 Haltestellen Einkommen generieren und zwar mit dem Hauptbahnhof schon mal Grund und die Speichen, das kriegen wir doch ohne Probleme hin. Wollen wir denn das Ding? Hallo? Ah, genau, so war das. Streckenplaner, neue Strecke. Also, Hauptbahnhof auf jeden Fall. Wollen wir den denn? Hier. Dann den Schubergrund. Da oben. Und die Speichen. Mit maximal 7 Haltestellen. Südspeiche und die Ost- und die Westspeiche. Ah, doch nicht, oder was? Die Nordspeicher, so ist es richtig. 7 Haltestellen haben wir. Und dann speichern. Und jetzt wollen wir noch Route 20 dazu rausnehmen. Ja. So. Und dann fahren wir die Strecke. Gut, und dann geht's los. So. Eine Fahrkarte. Tag, Standard. Eins. Danke. Wunderbar. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Einzel. Standard. Eins. Guck, ich treffe die gleiche Fahrkarte. 3 verschiedene Preise. Ein bisschen zu weit vorne. Ja. Ja, doch, war richtig. So, jetzt wieder mal wieder. So, dann können wir jetzt vorwärts fahren. Gut, es ist nichts los. Jetzt geht's weiter. Mein Fahrgast hört ziemlich laute Musik. Also jetzt muss ich natürlich wegen dem Mann noch anhalten. Jetzt hört er mich auch. Hier. Na klar. Oh, sorry. Ich mach's leise. Hier ist die Fahrkarte. So, haben wir... Hier. Gut, alle eben ihre Fahrkarten. Dankeschön fürs Reinlassen. Da hinten. So. Nächster
Bitte eine Fahrkarte. Ja. Einzelstudent. Danke. Da ist einer hinten eingestiegen. Das kontrollieren wir direkt mal. Hier. Du hast eine Fahrkarte. Setz dich mal hin, bitte, genau. Ich will dich kontrollieren. Hier ist die Fahrkarte. Aha. Du hast. Hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Bouncy. Ja, schön für dich. Heißen wir alle gleich. Woher? Na klar, hier. So, warte mal. Okay. Genau, Fischgrund. Ja, da vorne ist ein LKW da, oder ist unser Kollege da? Sieht, glaube ich, noch ein LKW aus. So. Ja. So. Ich liebe die Sonne. Es ist viel zu heiß draußen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Kannst du gerne. Falsche Karte. Tag, Standard 1. Danke. Ja, jetzt sind da welche gewesen, die einfach durchgegangen sind. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounts. Das hab ich immer schon gehört. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Ja, ist mir egal. Da. Hier. Ich hab Ihnen meine... Wie oft wollen Sie die denn noch... Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Hier ist die Fahrkarte. Und hier... Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja und? So, okay. Danach haben wir den Hafen und die 90.000. So. Eieiei. Schlagloch, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Oh Gott. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Ja. Tag, Standard 2. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Mhm. Danke. Nächste. Ich brauche einige Fahrkarten. Gut, alle haben wir ganz versorgt. Alle mit den Fahrkarten.
So. So. Hm. 1200 für irgendwas, für nix, ey. Ach, scheiße. So. Jetzt stehen wir hier. Na komm. Da vorne ist ein Blitzer, müssen vorsichtig sein. So, Media Center. So. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Drei Stück willst du haben. Danke. Tipps Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. So, volle Zeitstelle, weil die nächste ist ja Südspeicher schon. So. Hier links abbiegen. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na ja, ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Ja, was hat er denn getan? Das ist die große Frage. Ach, kommt der Kollege. Alter, das wird knapp. Okay, du willst das durchlassen, das ist sehr nett, dann kann man nämlich da rum. So. Nächster Halt, Südspeicher. Ziemlich pünktlich, aber überpünktlich eigentlich. Tschüss. Tschüssi. Es wieder viele, die sich durchgedrängelt haben einfach. Was wollen Sie die denn noch sehen? Keine Ahnung. Hier. Klar. Augenblick. Da, hier bitte. Ja, alles gut, alle haben sie auf. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Kommt passieren. Oh.
Ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefahren. Ich bin müde. Bitte alle aussteigen. Irgendwo habe ich eine Rücktür aus, wir sind verriegelt. Die Frage ist, wo? Hinten? Kann das sein? Türflügel sperren. Ich habe da alles draufgekommen. Dann sind die wahrscheinlich vorne oder so. Wie sind denn die Tür gesperrt? Das ist kurz von der Endhaltestelle, weißt du? Ja, egal. Ach, geh doch rein zu. Hallo. Ernsthaft? Jetzt. Irgendwo ist die Tür verriegeln, ich weiß nicht wo. Ist mir auch egal, sind jetzt eh gleich da. Gibt's zwar wieder einen Punktabzug. Jetzt war ich doch vorne. Tschüss. So, ich steig auch mit aus. Wiedersehen. Da ist die Tür entsperrt. Ah, sag ich doch. Müll. Ich hab da eben schon Müll aufgeräumt. Ah, leck mich doch. Scheiß Umweltsünder. So, jetzt ist Feierabend. Es gibt keine guten Punkte. Na, sag ja. Scheiß Kollision, ich weiß nicht warum. So. Gehen wir auf Streckplan, weil wir die Aufgabe erledigt haben. Ja. Wir haben es. Hervorragende Arbeit, ganz wie ich erwartet hatte. Der Hafen gehört nun euch. Viele der Arbeiter dort werden sich bestimmt freuen, dass sie sich zukünftig auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen können, der sie morgens pünktlich zur Arbeit und abends sicher wieder nach Hause bringt. Ich konnte die Stadtverwaltung davon überzeugen, dir einen weiteren Bonus anzubieten, wenn du die Wohngebiete erfolgreich mit dem Hafen verbindest. Oh, und sie überlegen, ob sie Westfield und Meierheim für den öffentlichen Nahverkehr öffnen sollen. Das weißt du aber nicht von mir. Das sind genau die, die uns noch so weit fehlen. Also es sind einige Aufgaben auf jeden Fall. 14 Haltestellen, 10 Haltestellen, 10 Haltestellen. Also das können wir alles, müssen wir alles noch nach und nach machen. Dafür kriegen wir mal hin. Warte mal, Waffenverwaltung, was soll ich denn machen? Warte mal, Hafen. Können ja bald mal einen neuen Bus kaufen irgendwann dann. Ich guck mal gerade. Warte mal hier. Ja, ich will alle Veränderungen. Ich frage jetzt, wie können wir den Hafen freischalten? Ah, mit 7. Okay, 7 Busse freischalten. 7 Busse kamen. Okay, gut. Dann müssen wir nochmal kurz gucken. Im Shop. Ja. Wir müssen ja mal gucken. Busdepot, dann kann man nämlich den Hafen freischalten. Dann machen wir die erste Aufgabe schon direkt heute. Wir haben ja 5. Was kostet der Gelenkbus eigentlich? Der letzte. Der kostet uns 420.000, Scheiße, das können wir nicht anziehen. So, Bus verkaufen. Das heißt, wir kaufen uns noch einen davon.
So, dann kaufen wir nämlich, jetzt haben wir sie im Bus, jetzt haben wir den Hafen nämlich auch freigeschaltet. So. Nimm mal den mal mit. Ah, ne. Scheiße. Ja, scheiße, ich hab was dran. Spielt kein Bus-Simulator-Spiel. Das ist genau der Richtige. So. Genau, alles mal mitnehmen. So. Gut, dann nehmen wir mal mit. Streckenplane. Hier fehlt es eine Person. Du gehst da drauf auf die Strecke. Du gehst auf die Strecke. Und du gehst auf die Strecke. Gut. Und dann mache ich jetzt Feierabend.